Am 14. Mai kommen Entscheider der IT-Industrie, Wirtschaft und Politik zum zweiten deutschen IPv6-Gipfel im Hasso-Plattner-Institut zusammen. Gastgeber? Der Deutsche IPv6-Rat. Und im Zentrum eine Herausforderung, der sich das Gremium seit seiner Gründung 2007 verschrieben hat. Die konsequente Umstellung des Internetprotokolls auf die schon bald notwendige Version 6. Und in diesem Gipfeljahr heißt es anpacken. So stellt der IPv6-Rat konkrete Handlungen in den Mittelpunkt. Wir haben in Richtung USA geguckt, wir haben nach Asien geguckt, wir haben in diesem IPv6-Rat ja versammelt die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Politik, also auch aus diesen unterschiedlichen Gesichtspunkten die Notwendigkeiten, die Erfahrungen, die Notwendigkeiten zusammengetragen und ein Bündel von Maßnahmen, relativ konkreten Maßnahmen erarbeitet. Diese Maßnahmen füllen den nationalen IPv6-Aktionsplan, ein Leitfaden für die Bundesregierung. In ihn fließen die Meinungen und Aspekte zahlreicher Experten, die auch auf dem Gipfel ihre Ansichten zur Diskussion stellen. Ehrengast: Dr. Robert Kahn. Gemeinsam mit Windsurf entwickelte er Mitte der 70er Jahre das TCP-IP-Protokoll, Grundlage des heutigen Internets. Den Weg hin zum wichtigsten Medium unserer Zeit beobachtet er dabei selbst mit Erstaunen. And of course I remember the first time I saw the use of some of the terminology, like an email address, show up on the local television stations. I began to really believe that something could happen, but that was like 20 years later. Dr. Hans-Bernhard Beuys lässt schon zu Beginn des Gipfels keinen Zweifel an der nationalen Wichtigkeit eines IP-Version-Wechsels. Aber auch, dass eine Umstellung Anstrengungen für alle Beteiligten bedeutet. Wir wissen, Herr Professor Meinl erlebt das viel stärker als wir, dass das ein mühsamer Prozess sein wird, der immer wieder angestoßen werden muss. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass es solche Veranstaltungen wie diese gibt, die auch öffentlich darauf hinweisen, dass wir dort vorankommen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Kunde für die Firmen, der Staat. Und wenn der sagt, wir nehmen euch nur ab, was IPv6-fähig ist, dann ist das ein starkes Argument für die Firmen, ihre Angebote tatsächlich IPv6-fähig zu machen. Detlef Eckert, Berater der EU-Kommission in Sachen IT, hat einen europaweiten Einblick und sieht, dass die Perspektiven von Internetanbietern und Internetnutzern oft voneinander abweichen. Für den Einzelnen stellt es sich eigentlich so dar, warten wir es doch mal ab, bis das Wasser uns bis hier steht und dann entscheiden wir. Für uns alle, die wir am Internet interessiert sind, ist die Situation anders. Wir sagen, wir müssen uns bewegen. Und das Problem ist, dass wir diesen Konflikt irgendwie lösen müssen. Um IPv6 an Kunden weiterzutragen und letztlich zu verkaufen, kann als Schlüssel nur die eigene Überzeugung und der eigene Einsatz von IPv6 stehen. Und insofern ist es ja immer wichtig, dass man nicht nur Kunden etwas verkauft, sondern es ist immer wichtig, dass man das auch selbst in der eigenen Firma tut. Dass IPv6 gerade im multimedialen Bereich Innovationspotenzial aufweist, zeigt sich etwa am Beispiel des Videostreamings. But when you think of video broadcast, it's an equipment heavy solution. We are using a $300 laptop, which is sitting right there, to do this webcast conference. And we're using a $20 webcam. Internet wird viel, viel interessanter, da der Benutzer ein Produzent wird, nicht nur ein Besucher des Internets sein wird. IPv6 steht für Direct Connectivity und somit für eine zuvor nicht mögliche Vernetzung aller Dinge zu jeder Zeit, überall. Dass Computer eben nicht nur der billige $300 Laptop oder sonst etwas ist, sondern dass jedes iPhone, jedes Mobiltelefon, jeder LKW, jede Lokomotive, jedes einzelne Triebwerk offen gestanden von jedem Airbus oder sowas, die sind heute schon vernetzt. In seinem zweiten Gipfeljahr hatte sich der Deutsche IPv6-Rat eines vorgenommen: den verbindlichen IPv6-Dialog mit der Regierung zu festigen. Und dies ist gelungen. Von Seiten der Politik haben wir endlich klare Aussagen bekommen. Die Bundesregierung arbeitet zusammen mit der EU-Kommission. Es wird ein Dialog fest installiert. In seinem Aktionsplan sieht der IPv6-Rat eine intelligente, schrittweise Einführung vor. Einen sanften Übergang über Lösungen wie die Dual-Stack-Technologie. Dann ist IPv6 das Internetprotokoll für viele weitere Generationen.
Dass Internetpionier Kahn da schon über die nächsten Protokollversionen nachdenkt, darf so nicht unbedingt als technische Anforderung gesehen werden, sondern vielleicht eher als philosophischer Ansatz. Maybe at some point in the future, for whatever reason, we decide 128 bits, which look more than enough to cover every possible need, is suddenly not enough, and now we need, you know, IPv8, which has, you know, 600-bit or 1,000-bit addresses. I just think it's hard to predict, but we're at least on a path where there'll be more addressing, but it's a challenge every time you try to make a major substantive protocol change within the network.